Eccellenza, signor Vescovo, signor Sindaco, Presidente Fischer, Presidente del Forum, cari colleghi, autorità tutte, riporto un saluto cordiale e lo faccio come Presidente della Provincia Autonoma, unitamente anche al Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, Bruno Dorigatti, che è qui con me oggi a rappresentarla. Un cordialissimo saluto e qualche considerazione. Cari colleghi, caro Gunther e caro Arno, oggi qui non ci siamo noi come protagonisti. I protagonisti sono oggi le comunità che rappresentiamo. Sono le comunità che rappresentiamo al di qua e al di là del Brennero, le comunità di lingua tedesca, italiana e ladina. Eccellenz, Herr Erzbischof, Präsident Fischer, Kollegen, Landeshauptleute von Tirol und Südtirol, sehr geehrter Bürgermeister aus Alpbach und Herr Präsident des Forums Alpbach, alle anwesenden Behördenvertreter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin heute hier, um Ihnen eine Grußworte zu übermitteln. Und zwar mache ich dies als einerseits Landeshauptmann der Provinz Trient und andererseits auch gemeinsam mit dem Präsidenten der Region. Und ich möchte jetzt hier einige Gedanken mit Ihnen teilen. Wir, die Kollegen Landeshauptleute und ich, sind heute nicht die Hauptdarsteller dieser Veranstalter. Die Hauptdarsteller, die Protagonisten, sind vielmehr die Gemeinschaften, die wir vertreten, und zwar die Gemeinschaften und Gemeinden, diesseits und jenseits des Brenners, das heißt die Gemeinschaften italienischer, deutscher und latinischer Sprache. L'inaugurazione di oggi ci parla quindi del passato delle nostre comunità, del presente, ma come hanno detto bene i colleghi, soprattutto del futuro. Ci parla della storia delle nostre comunità e di come in questa terra tra le montagne, a scavalco del Brennero, si sia saputo costruire con pazienza, convivenza e benessere, anche e soprattutto andando oltre le ingiustizie subite dalle nostre comunità prima nel corso della Grande Guerra, poi durante il fascismo e il nazismo. Es geht bei dieser Eröffnung vor allem um die gemeinsame Vergangenheit, die Gegenwart, aber vor allem, wie die Kollegen auch schon erwähnt haben, um die Zukunft. Es geht um diese Geschichte dieser Länder zwischen den Bergen, also wie so jenseits des Brenners eine Zone, ein Gebiet, das es immer geschafft hat, ein Zusammenleben aufzubauen, Wohlstand zu schaffen und das trotz der vielen Leiden und der Ungerechtigkeiten, die von unseren Gemeinden erlitten wurden. Erstens im Großen Krieg und dann auch während Faschismus und Nationalsozialismus. Questa inaugurazione quindi ci parla di futuro e si rivolge anzitutto ai giovani qui presenti ad Alpbach, ai giovani che in questi giorni si sono riuniti in nome dei tanti club o della straordinaria esperienza dell'Accademia dell'Euregio. A questi giovani noi diciamo che questa straordinaria regione europea Euregio diventerà sempre più una terra di convivenza, benessere, responsabilità e opportunità. In dieser Eröffnung geht es vor allem um die Zukunft, es geht aber auch um die Zukunft, vor allem für die jungen Menschen, die heute so zahlreich versammelt sind. Es sind nicht nur junge Menschen, die sich hier in Alpbach versammelt haben, die sich in zahlreichen Clubs zusammengetan haben und die wirklich hier auch eine außergewöhnliche Erfahrung machen können im Rahmen der Akademie der Euregio. Diesen jungen Leuten möchte ich und möchten wir sagen, dass diese Euregio Tirol außerordentlich ist und dass es immer mehr ein Gebiet des Zusammenlebens, des Wohlstands und der Verantwortung und der Chancen werden wird. A questi giovani noi diciamo che il Brennero non è un confine, ma è un ponte tra culture e tradizioni diverse e al tempo stesso un ponte per sperimentare forme di convivenza e cooperazioni sempre più innovative, per sperimentare e respirare quindi davvero un vero spirito europeo. Con questi giovani noi vogliamo continuare a camminare insieme con realismo, ma anche con la speranza di avere una visione. Menschen müssen wir sagen, dass wir eine Brücke haben mit dem Brenner, nicht eine, es ist ja eine Grenze, eine Brücke zwischen unterschiedlichen Kulturen und Traditionen.
Religionen, zugleich eine Brücke, die es uns erlaubt, die neue Formen des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit zu ertasten und erproben, die immer mehr innovativ sind auf diversen Ebenen. Wir können so gemeinsam erkunden und gemeinsam diesen außergewöhnlichen europäischen Geist auch atmen. Diesen jungen Menschen wollen wir sagen, dass sie immer weiter gemeinsam auf diesem Weg gehen sollen, mit Realismus, aber auch mit der Hoffnung und einer Vision. Ed è quindi con realismo che oggi consegneremo al Presidente della Commissione Juncker una risoluzione per un'Europa dalle soluzioni comuni, in cui chiediamo di assicurare modalità eque e condivise tra tutti gli Stati membri nell'affrontare la crisi dei profughi. Ma è anche la speranza di una visione che ci porta a impegnarci in prima linea per le ragioni stesse per cui è nata l'Unione Europea, la pace e la democrazia. Non tutti oggi si rendono conto che questi due beni non sono mai assicurati una volta per tutte. Sono invece una conquista quotidiana che appunto ogni giorno va difesa e valorizzata. Und es ist der Realismus, der uns dazu heute bringt, dass wir dem Kommissionspräsidenten der Europäischen Kommission Juncker eine Resolution überreichen möchten, und zwar für ein Europa der gemeinsamen Lösung, der gemeinsamen Lösungen, die wir schaffen wollen mit gerechten Ansätzen und Mobilitäten und in der alle Staaten gemeinsam Verantwortung tragen, um auch die Flüchtlingskrise zu bewältigen. Und es ist auch die Hoffnung einer Vision, die es dazu bringt, uns für die Europäische Union einzusetzen. Es geht um Frieden und um Demokratie. Wir sind uns alle heute bewusst, dass das heute zwei wichtige Werte sind, die niemals garantiert sind, die niemals ein für alle Mal da sind. Es ist ein täglicher Kampf, eine tägliche Bemühung, die wir unternehmen müssen und damit diese Werte verteidigen und stärken können. Oggi inauguriamo un centro congressi anche con un contributo economico dei trentini e dei sudtirolesi. Ma non è un atto di semplice generosità. Tutto ciò è stato possibile anzitutto perché per noi tre governatori questo centro rappresenta un centro di eccellenza utile a tutte e tre le nostre comunità. È la stessa visione delle cose che nei prossimi mesi permetterà di avere anche a Bolzano e a San Michele all'Adige altrettanti luoghi di opportunità di crescita culturale per i nostri ragazzi. Heute wird hier ein Kongresszentrum mit dessen Erweiterung eingeweiht und die Gelder kommen dabei zum Teil auch aus dem Trentin und aus Südtirol. Es ist aber nicht einfach nur eine großzügige Geste. Es ist vor allem auch möglich gewesen, weil für uns drei Landeshauptleute dieser Schritt wirklich ein wichtiger Weg ist hin zu einem Exzellenzzentrum, das für uns alle, für unsere Gemeinschaften nützlich ist. Mit derselben Vision werden wir in den nächsten Monaten auch in Bozen und San Michele all'Adige Zentren schaffen, ebenso Orte, die es ermöglichen werden, kulturell zu wachsen und unseren jungen Menschen dahingehend Chancen geben. Per questo, in fondo, noi crediamo nella nostra Euregio, perché essa è utile non solo alle nostre comunità, ma anche all'Italia, all'Austria e certamente anche all'Europa. A un'Europa che vogliamo, come ha detto il Presidente Mattarella qualche tempo fa, costruita con le visioni lunghe. Il Forum di ALPAC si occupa appunto di formare i nostri giovani ad avere visioni lunghe ed avere l'ambizione di costruire sempre maggiore convivenza e cooperazione fra di noi. Questo è l'augurio che ci facciamo e vi ringrazio per l'attenzione. Letztendlich wird dieses Zentrum und die gesamte Porto Emilio wichtig sein für unsere Gemeinschaft, auch für Italien, Österreich und die Europäische Union insgesamt. Denn wie auch unser Präsident Mattarella gesagt hat, Europa muss mit einer langfristigen Vision geschaffen werden. Eine langfristige Vision, die auch unseren jungen Menschen vermittelt werden muss und die ihnen eingeflößt wird, damit sie weitertragen. Vielen Dank.